Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Raketen. Und deshalb gibt es auch eine neue Folge DBA DIASGH. Also die besten Artikel, die ich an Silvester gezündet habe. Thema heute, Raketen. Dieses Jahr gab es natürlich schon krasse Raketenneuheiten, zum Beispiel von Zink. Aber in diesem Ranking kommen eben nur die Artikel vor, die ich selber schon mal live gesehen habe. Weil nur dann kann ich euch ehrlich sagen, ob sich die Teile lohnen oder nicht. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Platz 10. Star Rocket von Veko. Das sind 6 kleine Mini-Raketen in 3 verschiedenen Effekten und man bekommt sie für 3 Euro im Lidl. Das sind natürlich nicht die besten Raketen, aber für den Preis und die Größe machen die wirklich einen schönen Schweif und ein ganz ordentliches Bouquet. Wir fangen mal an mit Rot. Rot. Ja. Ja, mach mal Blau. Fetter Schweif, ey. Dann grün? Ja. Oh, stark. Jetzt wieder blau. Ja, rot. Ja, und nochmal grün. Oh, die Blinker sind gut, ey. Platz 9. Patrol Rockets von Leslie. Das ist ein Raketenset, welches man im Netto kaufen kann. Es sind 15 Raketen drin und das Set kostet nur 8 Euro. Leslie Raketen sind eher Durchschnitt, aber trotzdem auch für den Preis absolut okay. Wir fangen jetzt an mit der ersten Patrol Rocket. In Rot. Guter Knall. Nummer 2 Patrol Rocket. Oh, die sah gut aus. Nummer 3. Ordentlich viel Crackling drin. Rocky Rakete Nummer 1. Die fand ich sogar schwächer als gerade die mit Crackling. Jetzt Nummer 2. Die hatte ganz gute Blinker, die haben jedenfalls geblinkt. So, dann Nummer 3. Auch wieder Crackling. Nummer 4 von den Rocky Rockets. Schön geblinkt. Platz 8. R-15 Raketen von Gao. Diese Raketen kann man entweder in dem One-Pack oder in dem Steel-Pack von Gao finden. Und die 15 in dem Namen steht für 15 Gramm NEM. In dem One-Pack bekommt man 6 Raketen mit 4 verschiedenen Effekten für 9 Euro. Wir starten mal mit der grauen. Silver Blinks. Blinken war da gar nichts, aber mächtig laut das Ding. Golden Willow. Oh, schöner Schweif. Golden Cracker. Oh ne, Golden Crackling. So. Boah, stark. Die Red Green Stars. Boah, die mit diesem Schweif kacken alle ein bisschen ab. Die haben keine optimale Flugbahn, aber sehr, sehr gute Raketen. Platz 7. Rocket Strike von Nico. Das sind sogenannte Leitwerkraketen, also ohne Holzstab, sondern mit so einem Leitwerk aus Kunststoff. Die Teile gibt es zum Beispiel im Norma für 8 Euro und der Effekt ist nicht wirklich überragend, aber ich finde diesen Abschuss einfach richtig krass. Also, erstmal rot.
Jetzt blau. Ganz schön hoch. Ja. Und purple jetzt. Platz 6, Goldrausch von Weco. Das sind Raketen, die es mittlerweile in allen möglichen Discountern zu kaufen gibt. Als Beispiel sind das hier die Raketen aus dem Lidl für 9 Euro. 6 Raketen sind in einem Sortiment drin und es gibt 2 verschiedene Effekte. Gerade die Version 1 hat eine extrem gute Standzeit. Wir starten jetzt mit der Goldrakete Nummer 1. Wow. Ja, das erste Mal, dass mich hier so eine Goldrakete von Weco überzeugt, muss ich sagen. Nochmal. Das war jetzt auch die 1, ja. Oder? Boah. Junge, Respekt. Richtig schön. Jetzt kommt die Goldrakete Nummer 2. Ja, nochmal. Boah, die Standzeit von dem Gold ist halt nicht so gut, aber fette Ausbreitung, sehr geil. Platz 5, R20 Raketen von Gao. Bei den Raketen handelt es sich um die nächstgrößere Größe zu den R15 Raketen, also diese Version hier mit 20 Gramm NEM. Die gibt es einmal in dem Strong Pack und auch in dem Steel Pack und die Teile sind wirklich krass. Wave Willow. 20 Gramm NEM. Boah, sehr, sehr schön. Red Star. Alter, die ballern aber auch. Gold Willow. Boah. Sehr, sehr edel. Blue Stars. Hammerhart, ey. Fluffy Willow. Wunderbar. Ultra schön. Platz 4. Ring Rockets von Nico. Das sind, wie der Name schon sagt, Ringraketen, also mit einem ganz runden Bouquet. Die gibt es in allen möglichen Farben und auch in allen möglichen Sortimenten. Aber die Raketen sind einfach ziemlich besonders. Wir starten jetzt mit der Lemon Ring Rakete. Sehr geiler Ring. So müssen die Dinger aussehen. Jetzt das Ganze in Blau mit der Blue Ring. Auch sehr gut. Purple Ring. Oh, geil. Bisher mein Favorit. So, jetzt kommen wir zu den Double Ring Raketen. Ich glaube, Violett und Grün. Sehr schön. Gelb und Blau. Double Ring. Oh, sehr schön. Die gleiche haben wir jetzt nochmal. Richtig schön. Und die letzte. Oh. Alter, hier hat eine Punktlandung gemacht. Die letzte ist Violett und Grün. Oh, leider ein bisschen unscharf. Also mir hat gerade die hier vor am besten gefallen.
Ich feiere die Teile auf jeden Fall. Coole Dinger. Platz 3. Röder Royal Raketen. Das sind 10 kleine Raketen in einer Pappschachtel. Es sind 5 verschiedene Effekte drin und jede Rakete hat 16 Gramm NEM. Für 10 Euro bekommt man diese Schachtel und was aus den Raketen rauskommt, ist einfach der Wahnsinn. Brocade Crown Blue Peony. Nummer 1 Rakete. Alter. Junge. Blue Star Silver Glittering, Nummer 2 als nächstes. Alter. Red Star Crackling, Nummer 3. Riesiges Bouquet. Brocade Crown Nummer 4. Unglaublich, ey. Purple Peony with Silver Glittering Nummer 5. Boah. Supergeil. Platz 2. Silberraketen von Funke. Das sind 13 verschiedene Raketen für um die 20 Euro. Und alle Raketen im Set haben auch einen eigenen Effekt. Und ja, guckt euch die Raketen an, ohne Worte. Ich zeige euch in dem Video jetzt nur die 5 besten. Das komplette Testvideo findet ihr oben in der Infokarte. Goldpalme Grünblinker. Die ohne Kappe. Oh. Alte Schlappen. Richtig gut. Kamuro. Oh, richtig geil. Gold und Blau. Boah. Junge. Corolla und Rotblinker. Extrem schön. Corolla und Blau. Sehr nice. Platz 1. Wie sollte es auch anders sein? Die Nico Glycerin Raketen. Da bekommt ihr für 10 Euro 6 Raketen mit meinem Logo drauf. Und die Raketen haben einen fetten Schweif und ein noch fetteres Bouquet. Leute, ich schwör's euch, die Teile lohnen sich richtig. Erstmal einen einzeln. Heftig. Diese Außenbreitung ist brutal, ey. Zwei Raketen, der ganze Himmel voll.